Yo, Friends, was geht ab? Ist wieder Armin von ImmoFresh und herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich euch die besten 11 plus 5 Sommer-T-Shirts für diesen Sommer 2021 vorstelle. Das sind wirklich aktuelle Kollektionen und wirklich sehr, sehr wilde T-Shirts. Ich denke mir, jedes Mal beim Durchschauen, alle, was haben wir hier rausgesucht? Ja, wir haben wirklich sehr viele Seiten durchsucht, sehr lange, okay, das kommt rein, das kommt nicht rein, damit wir euch diese Auswahl hier zusammenstellen können. Die plus 5 sind nochmal 5 reduzierte T-Shirts. Das sind entweder T-Shirts, die eigentlich, wo man denken würde, scheiße, das ist eigentlich gar nicht reduziert, das kann eigentlich gar nicht sein. Oder halt sehr stark reduzierte. Die zeigen wir euch zum Schluss. Und die T-Shirts sind vom teuersten zum günstigsten nachsortiert. Wobei ich habe diesmal echt darauf geachtet, dass es nicht ausufernd ist. Also im Luxussegment findet ihr nur ein T-Shirt. Und dann sind wirklich alle im mittleren Preisbereich wirklich gut bezahlbar. So, ich bin ja auf jeden Fall gerade aus Tulum, Mexiko am Start. Deswegen auch hier der bisschen neue Hintergrund. Und ich bin auch an der Hauptstraße. Also falls ihr ein bisschen Sirenen hört oder Hupen oder Rum so. Genau, das liegt daran. Aber ich würde sagen, wir starten mit T-Shirt Nummer 1. Dieses Modell von Casablanca, unser einziges Luxusmodell hier, für 121 Euro. Ist auch noch für Luxussegment echt okay. Und dafür kriegt ihr einfach so ein Baba-Print aller Friends. Was ist das, Alter? Wenn ihr damit im Sommer rumlauft, sieht wirklich sehr, sehr wild aus. Das sind übrigens Hibiskusblüten. Und ich finde auch den Casablanca-Schriftzug darauf, kommt einfach enorm krass. Und wer den Style dieses T-Shirts feiert, kann auch hier weitere Colorways und weitere Varianten abchecken, ja. Also Casablanca auf jeden Fall auch eine Brand, die gerade sehr on vogue ist. Jetzt erst neulich von Justin getragen, von Shindy, Jamule, viele, viele mehr. Da haben wir euch auch eine Übersichtsseite verlinkt zu der aktuellen Kollektion. Alle Links, ja, von den T-Shirts, die wir euch hier vorstellen, findet ihr in der Beschreibung. Und noch weitere Links auf der Website immerfresh.de. Erster Link in der Beschreibung. Kommen wir zu Nummer 2. Da wird es gleich schon viel günstiger. Einem Lacoste Color Blocking Modell. Wer sich erinnert an den Song AZ Fast Life damals, ja, da haben wir uns auch so viele von euch gefragt, jo, woher ist das T-Shirt? Ist halt alte Kollektion. Aber in der neuen Kollektion haben die ein T-Shirt rausgehauen mit demselben Vibe. Also wer diesen Color Blocking Stil von AZ feiert, hier mit dem seid ihr gut bedient. Gibt es auch neben Blau auch in Grün, Rot und so Rot-Blau-Weiß. Auf der Website immerfresh.de findet ihr bei mir noch ein T-Shirt von Lacoste, was ich auch endnice fand und ich wollte es nicht missen. Weil es kommt in sehr nicen Farben, ist ein bisschen mehr basic gehalten, aber durch diesen Jersey-Kragen auch nochmal sehr, sehr wild. So, findet ihr auch auf der Website verlinkt. Ist jetzt nicht offiziell hier Teil von den Top 11 plus 1, aber hey, dass ihr Bescheid wisst. Weiter geht's mit Nummer 3 von Chinatown Market. Ich finde gerade die aktuellen Sachen von Chinatown, die hauen wieder richtig rein, ja. Ich dachte tatsächlich, es wäre so eine Brand, okay, die hatte damals ihren Hype und so, ist jetzt nicht mehr so on vogue. Aber ey, gönnt euch mal die aktuellen Pieces. Hier mit dem Bling-T-Shirt. Wow, ein bisschen College-Style und alles sieht einfach übelst geil aus. Gerade so mit vielleicht einer weiteren Jeans mit Air Force One, Air Jordan One, kommt es auf jeden Fall richtig lit. Und wem das Ganze aber zu simpel ist, der kann nochmal eins drauflegen mit dem Lowrider Tee, auch der gleiche Style. Und wer noch eins drauflegen will, hier alle mit den Allover Sternen, ja. Wir verlinken euch ja auch die aktuelle Chinatown Market T-Shirt Kollektion. Auch sehr, sehr nice Modelle für diesen Sommer dabei. Weiter geht's mit Nummer 4. Auch einer klassischen Brand, die auch von sehr vielen Rappern, unter anderem Shindy, auch gerockt wurde. Mit einem Print, wo ich echt auch dachte, wow, Jungs, was habt ihr gemacht? Die haben sich dafür nicht ein bisschen aus dem Workwear-Style rausgetraut und haben da jetzt hier einen Print gebaut, den ich sehr wild finde. Auch vom Schnitt ein bisschen lockerer, ein bisschen weitere Ärmel, wie ihr hier sehen könnt. Und gibt es auch nochmal in Weiß für einen Fuffi. Auf jeden Fall nähern wir uns hier wirklich sehr guten Preisen. Und ich finde auch gerade bei T-Shirts halt nice, weil da kriegt man schon für 30, 40, 50 Euro echt nice T-Shirts, wo man halt für einen Hoodie wahrscheinlich, wenn man richtig nice gehen will, schon ein bisschen mehr in die Hand nehmen muss. Kommen wir zu Nummer 5. Einem etwas düstereren Vibe, wo ich aber auch den Print sehr nice finde. Und vom Fit ist der richtig nice Oversize, also für alle Oversize-Fans. Die sind hier mit dem Dishonor Tee aus der Death by Dishonor Kollektion von LFDY gut aufgehoben. Ich finde tatsächlich die Prints aus der Kollektion teilweise stärker als die Prints aus der aktuellen. Deswegen habe ich eins aus der Kollektion mit reingepackt, wo ich auch sehr froh war, dass es das noch in allen Größen gibt. Ansonsten findet ihr da auch auf der Website die Übersichtsseite mit den ganzen aktuellen T-Shirts. Gerade wer Oversize-Fit mit interessanten Prints will, da finde ich das zum Beispiel auch sehr stark. Der kann da vorbeischauen. So, kommen wir zu Nummer 6. Etwas wieder freshere Vibes. Ja, ich finde auch im Sommer muss man wieder ein bisschen freshere Farben rocken. Mit diesem Nike Air Tee würde hier, glaube ich, sehr gut zu dem Hintergrund passen. Hier für 34,95 ein sehr starkes T-Shirt von Nike. Hier vorne auf locker mit dem Artwork und hinten habt ihr es nochmal in groß als Backprint. Und ich finde auch die Farbe sehr wild. Kommt aber auch hier in schwarz, wo ich auch die Farbkombo sehr nice finde, und in weiß. By the way, kleine Side-Info am Rande. Aus der Nike Air DNA Familie gibt es auch nochmal dieses Modell, wo der Fokus eher halt auf den Print vorne liegt. Was auch sehr stabil ist. Ich finde es anderen Ticken nicer, aber das gibt es auch, falls auch das andere ausverkauft ist. Ihr wisst Bescheid, haben wir euch auch verlinkt. Weiter geht's mit Nummer 7. Bisschen auf Oldschool angelehnt. Wollte ich auch mit dabei haben, diese Art von Style. So ein bisschen, finde ich, erinnert mich das an diese Tour-T-Shirts von den Ami-Rappern damals. Ja, das hatte ich auch jetzt hier mit Shindy, Elias etc. auch nochmal einen Aufschwung bekommen. Und da, finde ich, hat Mitchell & Ness
ist natürlich eine Basketball-Brand, aber hat in diesem Stil sehr nice Prints am Start. Mir gefällt dieses Championship-T-Shirt. Gibt's ja auch nochmal in ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Schaut da vorbei, wenn ihr diese Art von Stil feiert. Seid ihr ready für Nummer 8? Adidas, aber nicht Standard Adidas. Gönnt euch einfach das hier. Einmal in Babyblau. Hier dieser Print und dann hier hinten nochmal der Backprint. Boah, Alter, was ist da los? Das ist Adidas oder woher habt ihr das? Wer fragt sich denn, Leute, gell? Das gibt's auch aktuell nur in diesem Shop. Hier nochmal in Black, ja. Da finde ich wirklich beide Farben geil. Ich finde auch übrigens, der Bruder hat's wirklich sehr wild kombiniert hier mit der babyblauen Shorts. Da seid ihr auf jeden Fall sommerlich fresh unterwegs. So, kommen wir zu Nummer 9. Dem Adidas 3D Trefoil T-Shirt, was auch schon von Kapi getragen wurde. Das habe ich mit reingenommen, einfach weil es ein bisschen minimalistischer gehalten ist. So, man muss jetzt nicht immer übelst die fetten Prints jeden Tag rocken. Ich finde auch, so ein entspanntes Shirt kann auch sehr nice kommen. Ich finde auch, vom Fit ist es sehr gut. Gerade für Tage, wenn man keinen Bock hat, übelst Oversize zu tragen, sitzt es wirklich sehr nice, weil es auf jeden Fall jetzt nicht Slimfit ist oder so, aber auch nicht übelst Oversize, sondern einfach regular. Kommt in drei entspannten Farben für einen 30er. Bjarni, was willst du da falsch machen? Wir nähern uns den Top 5 Bonus-T-Shirts. Und ein T-Shirt, was auch Basic-mäßig sehr wild ist, auch in dem Style von Jamule jetzt in Liege wieder wach zum Beispiel, so ein T-Shirt finde ich sollte gar nicht missen. Ich finde, oft wird unterschätzt, was man einfach mit Basic für eine Freshness erzeugen kann. Es muss nicht immer übelst der krasse Print sein, aber ein paar nice Prints, so klar, auf jeden Fall. Aber da seid ihr mit diesem Pegada Oversize White Tee sehr gut aufgehoben, 30 Euro, alle Größen da, gibt es in Schwarz, in Weiß und in richtig vielen anderen Farben. Ja, die Übersichtsseite ist in anderen Farben, auch auf immerfresh.de. Ja, es gibt es in so Washed, Blau, Gelb, Rosa. Es gibt auch so einen Washed Grey Ton, den ich auch sehr, sehr nice finde. Schaut da auch vorbei. Und wer es vom Material her ein bisschen mehr heavy mag, es gibt auch eine schwerere Version für 5 Euro mehr. So, da seht ihr auch hier bei dem Model, das hängt einfach ein bisschen mehr runter, ein bisschen mehr dieser Oversize Fit. Ist auch sehr wild. Kommen wir jetzt zu Nummer 11. Hier das günstigste aus der Linie. Und zwar dieses Oversize T-Shirt mit so Falke, Skelett, Blitz, Feuer Print. Auf jeden Fall auch sehr wild und auch die Farbe ist auch sehr geil. So ein verwaschenes Blau. Hier nochmal von hinten, also wirklich ein geiles T-Shirt und es ist von 28 Euro auf 14 Euro reduziert, also wirklich ein sehr, sehr günstiger Preis. Und wer diese Art von T-Shirt feiert und noch mehr so eine Schnäppchen abchecken möchte, dem haben wir auch eine Übersichtsseite verlinkt, weil da sind hier alle T-Shirts um 50% reduziert. Schaut da auf jeden Fall auch rein, findet ihr ebenfalls den Link. Kommen wir jetzt zum Plus 1 von dem Plus 5 von der Marke Returnity. Ja, wer die Jungs noch nicht kennt, auf jeden Fall Baba Pieces haben die am Start, unter anderem von Luciano, DJ Yeezy getragen. Da habe ich tatsächlich zwei T-Shirts gefunden, die sehr wild sind und im Sale sind. Deswegen sind die hier mit dabei, weil gerade bei solchen Brands ist es schon eher was Krasses, wenn es mal ein Sale gibt. Und dass es dann noch das in allen Größen gibt, boah, alle Friends. Hier auf jeden Fall ein sehr krasses Artwork, ja. Die Farbe ist Cream White und ihr habt hier den Pegasus drauf. Gibt es auch nochmal in so einer ähnlichen schwarzen Version mit Kolibri Print. Boah, alle Friends, alle. Also wirklich aus meiner Sicht richtig stark. Und 30% reduziert bekommt es gerade für 31,49 Euro. Weiter geht's mit Plus 2. Wieder ein bisschen Back to Basic. Ja, einer Collab. Sergio Tajini x Team Platin. Unter anderem hier von Bones MC getragen. Logisch, ist ja auch mit unter seinem Brand. Und da finde ich es krass, dass auch von dieser Collab das gerade von 35 Euro auf 19,99 Euro reduziert ist. Wirklich ein Schnapper. Gibt's auch nochmal in Weiß. Und apropos Collab Sale. Hier Adidas X032C, ja, hier von 36 auf 29,90 Euro reduziert. Auch ein bisschen schlichter gehalten, aber ich finde das mittige Logo ziemlich nice. Und Adidas X032C, auch eine Collab im Sale. Wer hätte das gedacht? Das nächste, wer hätte das gedacht? Ich würde sagen, das ist so ein bisschen ähnlich wie mein T-Shirt. Ist neue Daily Paper Kollektion, eine sehr coole, verwaschene, babyblaue Farbe. Und es ist gerade von 80 auf 55 Euro reduziert und noch in allen Größen am Start. Und auch ein sehr nicer, oversized Fit. Weiter geht's mit Plus 4. Schreibt, by the way, auf jeden Fall in die Kommentare, auf was ihr als nächstes Bock habt, ja. Ich habe ein paar Wünsche schon von euch gesehen und da bin ich schon dran, rauszusuchen. Lasst euch überraschen, ja. Also da sind ein, zwei richtig Top-Videos, die wir auch so noch nicht gemacht haben, im Kommen. Und hier kommt Plus 4, ein Karl Kenai Pinstripe-T-Shirt. Gibt's in drei sehr sommerlichen Farben und das Wilde ist einfach, es ist hier einmal von 35 auf 20 Euro reduziert und dann, wenn ihr den Code extra 30 eingibt, bekommt ihr nochmal 30% auf die 20 Euro, also doppelt reduziert. Und wie gesagt, in drei sehr sommerlichen Farben, einmal in Gelb, einmal in so einem Flieder und einmal in Orange. Könnt ihr auch mit eurem Girlie im Partnerlook rocken. In dem Sinne, ich küsse euer Herz. Friends, wie gesagt, nicht vergessen, schreibt, was als nächstes kommen soll. Ich hoffe, ihr seid fündig und seid diesen Sommer mit freshen T-Shirts ausgestattet. Bis gleich im nächsten Video. Peace. Adios.